FC Everton steht im Viertelfinale des FA Cups. In einem rasanten Duell, das sich über 120 Minuten keine Auszeit nahm und Torraumszenen irmas zu bieten hatte, erwischten die Toffees in der Verlängerung das glücklichere Ende und warfen Tottenham Hotspur aus dem der entscheidende Treffer. Bernard netzt in der Verlängerung zum 5:4 ein. Imago Images bei Tottenham saß Leistungsträger Kane erst einmal nur auf Rechtsverteidiger Aurier fehlte hingegen angeschlagen, waren Probleme. Dafür rückten Doherty und Bergwijn in die Anfangsformation. Aber Coach Carlo Ancelotti stellte im Vergleich zum turbulenten 3:3 bei Manchester United auf drei Positionen um. Mina, Iwobi und Sigurdsson starteten anstelle von Holgate, James Rodriguez, waren Problem. Blitzstart des Spurs Tottenham begann stark und setzte schläfrige Toffees gleich zu Beginn unter Druck. Keine Minute war gespielt, da scheiterte Lamela mit einem Kopfball am stark parierenden Everton-Keeper Olsen. Punkt. Kurze Zeit.